Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Madagaskar Evolved. Wir haben im letzten Part unsere große Erkundungstour begonnen. Und so wie ich das auf der Map sehe, haben wir noch einiges vor uns. Also, wow. Da sind wir noch so ganz schönes Stück mit beschäftigt. Aber gut, wir suchen ja eh unsere Base. Und bislang haben wir ja auch noch nicht wirklich viel von Madagaskar Evolved gesehen. Und natürlich möchte ich mir diese Map sehr gut anschauen. Ich hoffe, ihr hört den Ventilator nicht, den ich hier anhabe, weil es ist einfach nur sehr, sehr warm. Und sonst gehe ich hier ein. Und ja, wie gesagt, also ich denke mal, die nächsten Parts sind wirklich erstmal so Erkundung, Base suchen, Kristall suchen, Obsidian und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so alles das, was wir benötigen. Eventuell haben wir ja auch schon einen Spot gefunden. Also zumindest wäre da Kristall in der Nähe und das wäre mir schon sehr wichtig. Ich möchte da alles so die Grundressourcen, sage ich jetzt mal, möchte ich schon da haben. Wie die da alle vorm Himmel erstmal fallen. Wow. Mir setzt du die Grundressourcen und als Grundressource gehört für mich da auch schon fast Metall dazu. Kristall und Obsidian und so, das braucht man halt nicht so alltäglich. Also das kann dann ruhig ein bisschen weg sein, aber ich muss es erstmal finden. Öl haben wir ja sogar schon einen Spot gefunden bei unserer aktuellen Base. Ich denke mal, da werde ich dann vielleicht auch nochmal so einiges dann mitnehmen. Wenn wir denn dann umsiedeln. Die Map, ne? Ich komme echt nicht auf die Map klar. Das ist ja Halleluja. Hier ist auch eine richtig große Fläche. Und ich muss gestehen, ich mag das. Ich mag in Ark so vereinzelte Bäume. Also, dass das jetzt wirklich nicht so ein heftig dicker Wald ist, wo man eigentlich gar nichts mehr sieht. Und wo du jede Minute befürchten musst, dass du da irgendwie angegriffen wirst. Und ich glaube, hier werden wir nicht mehr sonderlich viel finden. Okay, dann lass mich mal gucken, wenn ich dann auf der Map... ist das dann der erstmal so eingegrenzt, dass da jetzt noch nicht wirklich viel ist? Das kann natürlich... Ein Bärchen! Konnte ich dich eigentlich nochmal aufnehmen, Marge? Ich glaube nicht, ne? Nee. Findest du nicht so lustig. Kann ich verstehen. So Krallen ins Fell ist jetzt nicht sonderlich prickelnd. Ist okay. Mich würde echt interessieren, welches Level. Guckt mal, der Lystro hat... Oh mein Gott. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich eben stehen geblieben bin. Was hatte ich denn gesagt? Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Klasse. Ich gucke jetzt hier nochmal, aber ich glaube, dann ist da... Ich glaube, hier ist noch nicht so wichtig. Da ist schon wieder ein Bärchen. Oh, ich möchte ein Bärchen haben. Aber da bin ich ja gerade erstmal so fernab und hier brauche ich mir jetzt eigentlich auch kein Bärchen mitnehmen. Welches Level bist du? Bärchen. Okay, Edge of the World. Und hier jetzt die Edge ist. Da ist die Edge. Okay, dann ist es scheinbar erstmal doch nicht so groß, wie es auf den ersten Blick scheint. Wie gesagt, die Map ist ja längst noch nicht fertig. Ich habe mal letztens in die Patch Notes geguckt, was da noch alles kommen soll. Also,
Da geht noch einiges. Ist da schon wieder ein Bärchen? Oh, ich will ein Bärchen haben. Bin ich echt Fanab von irgendwas, ne? Hey. Und so richtig Kristall habe ich auch noch nicht gefunden. Ich bin am Überlegen, war bei der Metallquelle, die wir gefunden haben, also in unserer Base, war da auch Obsidian? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch Obsidian war. Ich habe das jetzt irgendwie so doch in Erinnerung, dass da so ein kleines Vorkommen war, was Obsidian angeht. Oh, ein Äffchen. Müsste ich dann nochmal gucken. Dann hätte sich das mit Obsidian ja schon mal erledigt. Aber irgendwie habe ich echt Pech gerade, was Kristalle angeht. Ich bin gut, so weit sind wir jetzt auch noch nicht geflogen. Ich werde auch gleich mal so langsam wieder ins Landesinnere gehen. Weil wir hier, wie gesagt, Edge of the World sind. Aber ich finde die Map so super. Und ich glaube, ich weiß, wo ich eben hängen geblieben bin. Ich habe was von Bäumen erzählt, ne, mit der Dichte. Wie gesagt, ich... Oh, was ist denn hier Cooles für ein großer Fluss? Also ich mag das, wenn hier so vereinzelte Bäume sind etc. Ich mag das super, super gerne. Weil sonst, ich finde, auf The Island, da ist schon sehr... Dass das alles sehr, sehr dicht, finde ich, auf der Map. Also man hat da wenig Platz, finde ich. Das sieht ja auch cool aus. Das ist richtig cool. Allerdings müsste man gucken, ob es irgendwie einen heilen Weg runter gibt. Und ich mag das halt so großflächig, ne? Mit so Bäumen etc. Aber dass man halt einfach auch was sieht. Als ich letztens den Diplodocus gezähmt habe auf The Island, als ich dann zurück zu meiner Base gegangen bin, ich habe wirklich, ich habe vor lauter Bäumen nichts mehr gesehen. Ich musste da auch etwas querfeld ein. Ich glaube, hier kommt man nur irgendwie mit dem Elevator hoch, oder? Ich habe jetzt keinen richtigen Aufgang gesehen. Wie gesagt, also ich habe da echt... Oh. Gucken wir uns das mal an. Das sieht auch cool aus. Ich habe da echt, wie gesagt, vor lauter Bäumen. Ich habe nichts mehr gesehen. Wow. Das sieht ja heftig cool aus. Ich habe da wirklich nichts mehr gesehen und ich finde, da ist mir bei The Island, ist mir das echt too much im Moment, was die ganzen Bäume angeht. Die Wälder, sie sind mir da einfach viel zu dicht. Und wie gesagt, ich habe, während ich auf dem Diplodocus saß, ich habe nur noch Blätter gesehen, wirklich. Ich habe nur noch Blätter gesehen und... Ich hatte dann noch meinen Argentavis dabei und dann hieß es so, ja, hier, du wirst angegriffen. Ich konnte aber nicht wirklich was sehen. Zum Glück hatte dann mein Argentavis, der konnte das dann richten, aber... Ja, es waren dann auch so kleine Mistviecher dann auch. Dann bin ich da mit dem Diplodocus stecken geblieben und... Ach, was weiß ich nicht alles. Das einzig Positive war er, ist halt, wenn du mit einem Diplodocus unterwegs bist, er reißt halt einfach die Bäume um, als wäre es nichts. Also da kommst du dann schon super gut durch. Aber wie gesagt, es ist mir einfach eine zu große Dichte. Ich habe dann schon eigentlich ganz gerne noch so, dass ich was von der Landschaft sehe. Und das habe ich in manchen Teilen von The Island einfach nicht. Und vom Sumpf müssen wir jetzt gar nicht reden. Vor allem jetzt gerade nicht, wenn er jetzt auch noch Leech ist mit den ganzen Krankheiten. Und deswegen spiele ich halt in dem Fall jetzt super gerne andere Maps. Ich mag das hier. Das sieht echt super cool aus, aber
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das jetzt wirklich hier anbietet, um hier die Base niederzulassen, weil ich habe jetzt noch nicht so wirklich was gesehen, was Metall etc. angeht. Oh, guckt mal hier auch, das sieht auch alles so. Diese Auswuchung mit Pilzen und so. Oder auch die ganzen Bäume. Also, ich finde die Map richtig, richtig gut. Ah, die ganzen kleinen Dystrosauren. Sweet. Ja, auch das mit den Blättern. Ich finde das richtig cool. Es ist ein schöner Spot, allerdings, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so richtig Metall gesehen. Und hier, sag ich mal, hier sind auch viele Bäume. Aber wir müssen mal hier kurz gucken. Hier wird es schon mal ein bisschen dichter. Gucke ich mal gerade. Aber ich finde, man sieht noch was. Also es ist jetzt nicht so, so dicht, dass man hier einfach gar nichts mehr sieht. Gut, hier. Hoppala. Hier wäre es jetzt ein bisschen dichter, aber dann kann man hier auch einfach außen rum gehen. Auch hier der ganze Bambus. Oh, es ist awesome. I love it. Wie gesagt, hier könnte es jetzt ein bisschen problematisch werden mit den ganzen Bäumen, aber es sieht auch wirklich cool aus. Oh, guckt mal das hier. Einfach mal jetzt so ganz versteckt so eine kleine Oase. Und auch hier guckt man hier. Hoppala. Irgendwie werde ich da reingezogen. Was zum Teufel? Oh nein. Ich kam da gerade irgendwie den Hang nicht hinauf. Welches Level bist du? Ah, das ist ja mal cool. Wenn man hier so ein kleines Hütchen hätte. Das ist schon cool. Echt cool. Aber wie gesagt, dafür wäre mir dann hier leider zu wenig was Ressourcen. Okay. Map sagt, da ist Wasser, obwohl da kein Wasser ist und ich fall runter. Alles klar. Na gut, wie gesagt, ist ja immer noch im Bau. Und es ist ja in dem Sinne nichts passiert. Aber das sah jetzt eben schon echt cool aus. Also ich sehe schon, wir haben schon wieder 13 Minuten erreicht. Also ich glaube, das wird echt noch sehr, sehr lange dauern mit der Map. Also was jetzt die Erkundung angeht. Und Diplodokus. Und ein. Nee, ist das ein Bärchen? Könnte sein. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind gar nicht so weit von der Base entfernt, wie es scheint. Naja, es geht. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein bisschen kürzer, weil die Datei schon wieder so groß ist. Es ist jetzt unglaublich, das geht dann so schnell. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.